Hallo, liebe Leute. Eine Reise auf die Malediveninsel Kuredu ist immer eine gute Wahl. Hier findet man neben wunderschönen Stränden, großen und kleinen Tieren, auch sehr nette Menschen, die ihre ursprünglichen Traditionen pflegen. Eine der Besonderheiten dieser Insel ist mit Sicherheit die tolle, kilometerlange Landzunge. In diesem Video erfahrt ihr auch genaueres über den Gartenbungalow, über Sportmöglichkeiten und warum man sich einen Segelausflug mit der Muna nicht entgehen lassen sollte. Bevor ich zur Insel an sich komme, noch ein paar Worte zum Flug. Ich würde jedem einen Direktflug empfehlen, ohne Umweg über Dubai oder Katar. Nachdem man im Mala angekommen ist, steigt man erstmal um aufs Wasserflugzeug. Mit dem fliegt man dann ungefähr 40 Minuten bis zur Insel. Dabei kann man zuerst ein bisschen was von der Hauptstadt sehen. Die ist jetzt nicht besonders schön. Ich hatte ja, das muss ich zugeben, die naive Vorstellung, dass man mit diesem Flugzeug so circa 50 Meter über dem Wasser fliegt. Also, dass man so alles ganz genau erkennen kann. Aber auch aus mehreren tausend Metern Höhe ist das Ganze schon imposant. Kurios fand ich auch, dass die Piloten barfuß fliegen. Und als kleiner Tipp, nehmt euch Ohrstöpsel mit, es könnte etwas lauter werden. Nach der Landung geht es dann zu Fuß auf dem langgezogenen Anlegesteg weiter. Von da aus kann man schon wunderbar die Insel sehen und man fühlt sich direkt schon wie im Paradies. Die Koffer werden gesondert zur Unterkunft gebracht, also man kann eigentlich praktisch aus dem Wasserflugzeug raus und ins wunderbare türkise Wasser reinspringen. Aber gut, die nette Begrüßung mit Trommeln durch einheimische sowie europäische Hotelangestellte will man sich ja auch nicht entgehen lassen. An der Rezeption wird man dann mit einem netten Cocktail und frische Tüchern empfangen. Nicht wenige Mitarbeiter sprechen übrigens unter anderem Deutsch. Man bekommt Informationen und es werden ein paar Formulare ausgefüllt und dann geht es auch schon direkt zur Unterkunft. Man kann einerseits mit einem Elektro-Caddy hinfahren, aber da wir nun mal keine Koffer dabei hatten, haben wir gedacht, wir gehen einfach mal zu Fuß. So haben wir auch gleich mal einen ersten Eindruck von der Insel bekommen. Die ist wirklich sehr grün, mit vielen Palmen und Mangrovengewächsen. Gefährliche Tiere gibt es keine, man sieht ab und zu mal ein paar Echsen oder den ein oder anderen Flughund. Das Klima ist meiner Meinung nach übrigens perfekt. Wir hatten in der gesamten Zeit vom 26. Dezember bis zum 6. Januar Sonne mit ein paar Wolken, die dann meistens aber auch wieder verschwunden waren. Nur an einem Tag hat es ganz leicht geregnet und die Temperaturen waren insgesamt so von, sagen wir nachts vielleicht, 18-20 Grad bis am Tag im Schatten so um die 28-30 Grad. In der Sonne natürlich war es heiß, aber das hast du ja hier im Sommer genauso. Also wir hatten eigentlich nie das Gefühl, dass man besonders schwitzt. Es war einfach super angenehm. Ja, nur der Wind hat mich hin und wieder schon ganz schön gestört. Denn der ist halt ein bisschen ungünstig, wenn man ab und zu mal schnorcheln gehen will. Und wir hatten leider fast die ganzen 10 Tage über mäßigen bis starken Wind. So sind wir also vom Süden der Insel zum Norden gelaufen, weil dort unser Gartenbungalow lag. Wir hatten im Vorfeld schon per E-Mail geklärt, dass wir möglichst einen Bungalow in dieser Gegend haben möchten und unserem Wunsch wurde sogar entsprochen. Also man merkt auf dieser Insel, was möglich ist, wird gemacht, der Service ist echt gut. Die Gartenbungalows sind ja nun mal die billigste Kategorie und stehen normalerweise in der zweiten Reihe hinter den Beachbungalows. Die Nummer 383 sowie zwei andere, glaube ich, noch haben aber eben den Vorteil, dass man praktisch einen direkten Strandzugang hat. Man muss nur 10 bis 20 Meter durch die Büsche und schon ist man am Meer. Dieser Strandabschnitt ist jetzt nicht gerade der schönste von Kuredu, um es mal so zu formulieren. Aber wenn man das erste Mal auf den Malediven ist, macht das nichts, denn schon ein paar Meter im Wasser schwimmen die ersten kleinen Haie, die man dort besonders gut beobachten kann.
Also auch für Familien mit kleinen Kindern ist dieser Bereich besonders interessant. Nicht nur wegen den vielen kleinen Wassertierchen, die man da schön sehen kann, sondern auch, weil er zur Hälfte hinter den Wasserwellen platziert ist. Also die großen Wellen sind auch auf der rechten Seite erst weit hinten hinter den Wellenbrechern, sodass der Einstieg für Kinder oder ältere Menschen hier wunderbar geeignet ist. So, und das ist der Bereich, von dem ich gerade gesprochen habe. Dieses ganze Becken ist auch nicht tiefer als, ja, vielleicht ein Meter oder so. Und bei Ebbe ist es sowieso fast zur Hälfte leer. Also da kann man mit Kindern wunderbar drin stehen. Allerdings, weil sich das Wasser da etwas weniger bewegt und sich auch manchmal gewisse Dinge ablagern natürlich, riecht es da eben einfach ein bisschen mehr nach Meer. Wem das nicht so gefällt, der geht eben einfach ein paar Schritte weiter. Und zwar in diese Richtung. Und da kommen wir nämlich schon zum nächsten Bereich mit den Beachvillen. Welche das sind, müsst ihr selbst mal auf der Karte vergleichen. Das könnt ihr ganz leicht googeln. Auf jeden Fall war das für mich so einer der schönsten Bereiche auf der ganzen Insel. Also hier sind wir dann rübergegangen über irgend so eine Mauer. Dann kommt noch ein kleiner Bereich mit den Wellenbrechern. Und danach, wie gesagt, einer der schönsten Strände Kuredus, meiner Meinung nach. Ja, und da habt ihr halt hier dieses wunderbare türkise Wasser, was durch die Wellenbrecher eigentlich noch ein bisschen so seicht und geschützt ist. Man muss bei diesen Bildern natürlich bedenken, dass wir nicht die ganze Zeit rumgerannt sind mit dem Gedanken, ein Urlaubsvideo zu drehen. Wir haben da einfach draufgehalten und die Situation genossen. Das hier sind übrigens Gartenbungalows, die eben in dieser zweiten Reihe hinter den schönen Beachvillen stehen. Und da betreten wir den eben gezeigten Strand noch einmal aus dieser Richtung. Ja, und da kann man das nicht anders beschreiben. Schaut euch diese Bilder an. Ich glaube, das Wort traumhaft beschreibt es ganz gut. Wenn man dann in diese Richtung einfach weitergeht, kommt man zum Sparbereich. Ganz umrunden kann man die Insel am Strand nicht. Dann geht man eben hier, wo die Spargebäude stehen, einfach mal kurz durch den Wald und dann kommt man am Ende wieder bei den anderen Beachvillen heraus. Sozusagen auf der Südostseite der Insel. Wenn wir da weitergehen, kommen wir beim Fitnessstudio vorbei. Dort ist der Strandbereich auch nicht mehr ganz so schön, weil er ist zwar groß, aber eben dann Richtung der Villen etwas mit Gestrüpp durchsetzt. Naja gut, das ist auch kein Problem. Es ist immer noch wunderschön, aber eben nicht ganz in dem Maß wie bei den anderen Bereichen, die ich vorher gezeigt habe.
Von der Seite aus kann man übrigens die Insel Kanuhura ganz gut erkennen. Die soll wohl noch etwas exklusiver als Kuredu sein, aber ob die Strände noch schöner sein können, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Strand an diesem Bereich oder eigentlich überall auf der Insel extrem feinsandig. Am Abend leuchtet das Wasser noch wunderbar türkis, aber spätestens um 7 ist es auf Kuredu dunkel. Ja, und dann sind wir auch schon wieder an dem sogenannten Jetty angekommen, dem Anlegesteg. Gleich dahinter in dem Bereich findet ihr übrigens den Pool, der für alle zugänglich ist, den haben wir aber nicht einmal benutzt. Auf der anderen Seite vom Jetty befindet sich ein separater Wassersportbereich. Dahinter werden manchmal Schnorcheleinführungskurse gegeben. Da kommen die gerade her. Im weiteren Verlauf der Insel ist der Strand auch noch sehr schön, aber die Erosion macht hier einiges zu schaffen. Wir bewegen uns nun weiter nach Westen und kommen zum absoluten Highlight von Kuredu. Und das ist die wunderbare kilometerlange Sandbank. Ja, also man geht ins Meer hinaus und wird von beiden Seiten mit Wasser umspült. Es ist einfach herrlich. Ich denke mal, in diesem Bereich zum Beispiel hier kann man noch mit Sicherheit locker stehen und da ist man schon mindestens einen Kilometer von der Insel weg. Es kommt ein bisschen darauf an, ob Ebbe oder Flut ist. Wir haben es leider nicht ausprobiert, aber man kommt bestimmt mit etwas Schwimmen sogar locker bis zur Sandbank links unten. Veligandu Sandbank heißt die. Hier nochmal ein kleiner Rundumblick von dieser Stelle aus. Ein paar nette Leute waren auch dabei, die wir dort kennengelernt hatten. An der Stelle ist für heute erstmal Schluss. Im zweiten und dritten Teil gibt es dann weitere nützliche Informationen und schöne Bilder, wie zum Beispiel zu den Unterwassertierchen, den Gegebenheiten beim Essen, allgemeine Tipps und weiteres. Wer das also sehen will, abonniert einfach diesen Kanal hier.